Heute mal wieder ein Movie von mir. Und zwar befinden wir uns in der Konto in Schönbury. Und zwar ist so. Ja. Also, es ist so, um euch das mal zu erklären. Ich hatte es ja gestern schon mal gesagt, hier ist eine Frau, die ist im Ausland und will nicht zurückkommen und sagt jetzt klipp und klar, das was in der Wohnung ist, können wir behalten und können wir entscheiden, was wir damit machen. Also, guck mal rum. So. Also, wir gucken erstmal. Es ist ein Konto in Schönbury. Wir gucken mal hinten raus. I come. Warte, ja. Und zwar mitten in Schönbury. Die Dame möchte gern dort bleiben. Und es schenkt uns das theoretisch alles. Also, wir können selber entscheiden, was wir mitnehmen und was wir nicht mitnehmen. So. Ist eigentlich ein schönes Konto. Und jetzt gehen wir mal rein in die Räuberhöhle. So. So, wir machen mal Ufe hier. Alter, die haben sie aber ganz schön gewütet. Oh, sogar eine Zweiraumwohnung. So, also. Sie wohnt all outside. No. So, wir gucken mal weiter. Also. Was haben wir? Also, wenn man das will. Ich weiß jetzt nicht genau, was ist. Sie reden noch drüber. Also, nach meinen. Ja, das ist eine normale Toilette. Wo geht das Licht an? So sehen die Toiletten im Allgemeinen aus. Und dann müssen wir hier mal gucken. So. Also ich sage euch gleich, was wir mitnehmen. Weil meine Information war eigentlich, dass wir alles mitnehmen sollen, aber es scheint doch nicht so zu sein. Ja. So, was ist der Gartenzwerg? Komm, wir gehen mal raus, wir gucken mal. So, also, wahre Schätze sind hier nicht, aber ist okay, wir gucken mal. Und dann würde ich sagen, ich quatsche jetzt mal durch mit ihr und dann gucken wir mal, was wir mitnehmen. Also es ist im Prinzip so, wir sind hier, fahren dann nach Pattaya rüber, Urlaub machen und am dritten fahren wir wieder zurück und dann wird man hier alles mitnehmen. So, also ich würde sagen, wir sehen uns nach der Werbung. Also das Auto ist fast voll, aber sie sucht noch nach genauen Informationen. Ist es so, die gute Tante will nicht mehr nach Thailand, die bleibt weg. Und wir sollen uns alles raussuchen, was wir brauchen, außer das Bett. Und hier draußen so ein paar Sachen. Es ist so, dass wir das heute alles machen müssen, wusste ich nicht. Und demzufolge müssen wir uns sputen. Ist eine sehr schöne Wohngegend hier. Wenn ich da drüben schaue, scheiße sehr. Ui, guck dich das mal an. So.
Oh, hier unten steht das Wegelchen. Aber wir gehen gleich runter. Ist natürlich gerade. Ja, ich habe gedacht, hier so ein paar Sachen. Sie sagt, das wäre nicht viel, das können wir zudecken und in. Pattaya lassen, aber ich weiß nicht, ist doch schon ganz schön viel. Also. Otto hat auch abgesahnt. Was hast du denn alles gekriegt? Spielzeug. Boah, Spielzeug. Mag, das ist ja toll. So, also wir gucken nochmal. Also, Schlipper gibt es nochmal heute. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, mit Lampe und hin und her. Also, hier haben wir alles weggemacht und es ist so im Allgemeinen wie immer mal. Das, was wir nicht brauchen, bleibt drinnen. Das muss der Vermieter nachher wegmachen, ja. Ich äußere mich mal gar nicht dazu. Ich finde es an für sich nicht okay, aber umso weniger Arbeit habe ich. So, also. Wir gucken nochmal her. So, hier war hier das Schlafzimmer. How much for this room? I don't know, I want that. Ja, my belay. Also, ich frage nochmal, was der Raum so kostet. Yeah, I make movie and now we go. Mm-hmm. So, and this all stay here. Okay. Also, wie gesagt, wir machen alles fertig und packen erstmal das Auto voll und dann sehen wir uns. Also, bis gleich. Jetzt sind wir wieder. Also, wir haben da vollgeladen. Prinzip. Ja, ihr seht es hier. Jetzt ist nur die Frage, was bleibt in Pattaya und was wird mit nach Bangkok genommen. Also wir können ja nicht alles in die Wohnung schleppen und dann, also nicht, dass er nicht, ist auch noch alles voll. Also, wir machen erstmal los und ich melde mich dann. Wenn wir ausgeladen haben. Also ich zeige euch nochmal das Konto, ist auch von draußen ein sehr schönes. Siebenstöckig. Und wie gesagt, den Preis reiche ich euch mal nach. Aber ist halt ein bisschen weit weg vom Schuss, aber ich denke mal 3.000, 4.000. Er wird hinkommen. Also, ich würde sagen, wir machen noch einen Werbeblock und dann sehen wir uns in Pattaya. Bis gleich. Also, hier sind wir wieder. Wir sind gerade angekommen. Ich halte mal rum. Ja, ist ganz schön viel geworden. Und zwar, ja, es ist viel Frauenkram und Gemache. Es wird so sein, dass, also meine Frau ist gerade völlig fertig. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie was getragen hat, aber nicht so schlimm. Ja, ich muss noch mal schnell wohin. Otto schläft und meine Frau will dann um 6 noch mal. Die geht dann hier runter. Und kontrolliert alles, was weg kann, was mit kann. Für mich sind 2 Ladekabel rausgesprungen. Alles easy, reicht. Alles perfekt. In dem Sinne würde ich sagen, wenn euch meine Movies gefallen, gern Abo dalassen. Ja, da eine Plane. Ja. Also meine Frau will ja dann eine Plane drüber machen, falls es regnet. Wir haben extra eine mitgenommen. Na, da bin ich mal gespannt. Also, wenn euch meine Movies gefallen, ihr könnt Abo da lassen. Auf kostenfreier Basis. Ansonsten bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und
werdet alle glücklich. Bis sie da, euer Tattoo-Man. Bye, bye. Das wird noch ein Gebuckel hier. Himmelfurzen Scheiße. Also, euer Tattoo-Man. Thank you.